Bäh, Scheißhaufen! Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video. Ja, wir machen heute kein Prospektvideo. Ich denke, das haben sowieso schon die meisten YouTuber gemacht, sondern wir machen etwas sehr Sinnvolles. Ja, ich will euch einen Mehrwert geben. Und deshalb werde ich euch heute eine 200-Euro-Einkaufsliste geben, mit der ihr, und das wage ich jetzt zu behaupten, ein tolles, schönes Silvesterfeuerwerk bekommt. Alles, was ihr braucht, ja? Kein Feuerwerk, was nach ein paar Minuten zu Ende ist. Nein, genug Knallartikel, dass ihr auch längere Zeit draußen sein könnt und ballern könnt. Vulkane für die Schönheit. Genug Raketen. Ja, Raketen sind einfach faszinierend. Und davon, jetzt, das sind 53 Stück in dieser 200-Euro Einkaufsliste. Gut, aber es geht weiter. Und Batterien, sogar eine Phenalbatterie. Aber dazu komme ich dann später. Dafür brauchen wir 3 Discounter und das werde ich euch schnellstmöglich, bestmöglich erklären. Und von vorne bis hinten werden wir alles durchgehen. Ja, so. Wir fangen gleich mal an, um keine Zeit zu verlieren. Nummer 1, Arena of Rockets. Genau das sind die. Veko-Raketen finde ich an sich geil. Ihr kennt an sich Nico-Raketen. Ihr kennt Komet-Raketen. Und ihr kennt Veko-Raketen. Und ich finde, diese Veko-Raketen haben einfach einen geilen Aufstieg. Ja. Und nicht nur das, es macht plopp und dann explodiert's. Also es hebt sich von der Masse ab, auch wenn sie Masse ist. Und vor allem diese 4 Raketen, die wirklich fetten Raketen, die haben Shells. Und die Shells sind wirklich, also unglaublich geil. Für F2 wirklich, wirklich krass. Schön laut, eine mega Ausbreitung. Dafür fliegen die Raketen nicht ganz so hoch, aber genau deshalb bekommt ihr mehr vom Effekt mit, ja. Keine anderen Raketen haben so eine fette Ausbreitung und so einen lautstarken Knall wie diese hier. Liegt natürlich auch daran, weil sie halt, wie gesagt, relativ nah am Boden explodieren. Ja, so eine Funkrakete oder so diese Zinkraketen, die fliegen viel, viel höher. Aber Fakt ist, vom Effekt her, vom Knall her, habt ihr einfach am meisten, weil er am nächsten dasteht. Ja, wenn das ordnungsgemäß anzündet, darum geht's ja. So, deshalb davon 20 Stück. Warum nicht davon? Ja, weil das sind ja alles Raketen mit Shells angeblich. Nein, das sind auch manchmal Bombetten drin. Bis heute verstehe ich nicht warum. Zufallsmischungen brauche ich nicht, habt ihr hier oben nicht. So, Goldrauschraketen, 8,99. Genau, das sind für mich Premium-Raketen. Das sind für mich, ja, Raketen, wo man denken könnte, die kommen aus der Nische. Da könnte man Funke draufschreiben, jeder wird es glauben. Also unglaublich, die Goldeffekte wunderschön, der Knall ordentlich, der hat wirklich ordentlich Wumms, die Steighöhe ist auch dementsprechend gut. Deshalb habe ich die eingepackt. Wir gehen weiter. Ich werde euch jetzt wirklich nur die Sachen zeigen, wo ich der Meinung bin, es hat Sinn. Dennoch könnt ihr alles sehen. Genau. Ah ne, Quatsch. Oh Mann, ich habe ja ganz vergessen. Ich habe das ein bisschen, genau. So, das nächste, oh, stimmt schon. Sorry, stimmt. Black Ice, 17,99. Ja, ich weiß, ist teurer geworden, aber es ist einfach ein wirklich toller Klassiker. Es ist eine Batterie, die extrem viel Abwechslung bietet. Ja, das ist nicht eine Batterie, die immer die gleichen Effekte macht, sondern sie bietet Abwechslung mit, ja, manchmal Bouquets. Manchmal 5 aufstiegen und ist immer abwechselnd. Vor allem das Finale finde ich auch nicht schlecht. Also das ist echt eine Batterie, die wird sich auch noch für 20 Euro lohnen. Ja, darüber wird die Luft dünn, aber sie lohnt sich nach wie vor. Einmal. Übrigens, die Liste werde ich euch natürlich auch schreiben, beziehungsweise zugänglich machen. So, wir gehen. Ah, Stormy Flash, das ist auch eine richtig geile Batterie. Sie hat es auf meiner Liste nicht geschafft, aber wenn ihr mehr als 200 habt, könnt ihr die natürlich gerne mit dazu nehmen. Die lohnt sich auch wirklich. Also keine Phenalbatterie oder sonst, aber die Bouquets sind wirklich ordentlich. So, die Skyshots, davon habe ich 2 aufgeschrieben. 2,99 ist günstiger geworden. Für den Preis bekommt er keine besseren Bombenrohre. Für den Preis wohlgemerkt, kann man echt nichts falsch machen und lohnt sich auch.
Hier machen wir mal. Nee, geil, wurscht, passt schon. So, Double Flash. 399. Davon habe ich zwei aufgeschrieben. Na, jeder kennt sie von euch. Lohnen sich auch. Ja, 4 Euro, 10 Stück. Ist einfach wirklich den Preis absolut würdig. So, wir gehen weiter runter. Übrigens die Powerbox, ne? Das sind jetzt echt keine besonderen Batterien, das sind so richtige Chill-Batterien, ja? Im Endeffekt, ihr könnt einen Stuhl mit einer. So, ihr könnt einen Stuhl mit rausnehmen, den irgendwo hinpflanzen, euch hinchillen, einen Tee oder keine Ahnung, was ihr da auch immer sauft, einen Wodka, was weiß ich, trinken und die Batterie genießen. Das ist so eine richtige Chill-Batterie, ja? Also, kann man gerne mitnehmen, aber wie gesagt, es gibt halt Besseres. Wollte ich noch kurz hinzufügen. Genau, hier, Vulkan, einmal. Leute, für 9 Euro, ihr bekommt keinen besseren Vulkan. Was da rauskommt, für 9 Euro, ist erstaunlich. Und ich war noch nie ein Fan von Vulkanen. Ja, habe ich auf jeden Fall einmal drin, 8,99. Laser habe ich für euch zweimal aufgeschrieben. Laser ist für mich einer der schönsten, wirklich einer der schönsten Batterien, die es auf dem Markt gibt. Was da für Farben rauskommen, ist unglaublich. Also man denkt wirklich, sie heißt ja auch so, was da rauskommt, da denkt man wirklich, das ist echtes Laser. Ja, so brillant, so kräftig sind die Farben, unglaublich geil, deshalb gleich zweimal. Flashbangs habe ich dreimal aufgeschrieben, für 3 Euro. Habt einen anständigen Blitzknall, ja, ist auch ein reiner Spaß, richtiger Spaßartikel, darf zu Silvester nicht fehlen, vor allem habt ihr auch eine gewisse Menge, deshalb bedeutet auch längerer Spaß und es lohnt sich einfach. So, warum habe ich jetzt kein Krachinferno drin und keine Kanonenschläge? Warum? Weil es bessere Alternativen gibt, dazu später mehr. So, hier, Fire Fantasy, habe ich euch gleich zweimal eingepackt. Warum? Es gibt wirklich, außer bei Norma, es gibt sonst kein besseres Familiensortiment, in der Preiskategorie. Also unglaublich, ihr habt 7 Raketen, ja? Es sind keine Schüttraketen, nein, es sind keine Schüttraketen. Es sind Bouquet-Raketen, ja? Die knallen und Farben machen, genau das, was wir wollen. Und dann habt ihr noch schönes Zubehör. Knallartikel, Leuchtartikel. Und alles drum und dran. Also wirklich ein super Mischsortiment für den Preis. Unglaublich geil. So, dann haben wir noch einmal das Leuchtspektakel. Da habt ihr auch eine gewisse Menge und einen gewissen Spaß. Und das sind alles Chillartikel für mich. Darf auf keinen Fall fehlen. Und ja, gehört für mich einfach dazu. Die Alligator hat mich noch nie überzeugt. Also so viele reden immer davon, oh, die muss mit. Nein, die Batterie ist komplette Scheiße für mich. Also ganz ehrlich, selbst einen Euro würde ich das Teil nicht kaufen. Da investiere ich das Geld lieber woanders rein. Aber das knistert ein bisschen, knallt ein bisschen, aber da wird es mir langweilig. Also ganz ehrlich, bei den Pokés, die da rauskommen, wird es mir langweilig. Ja, hat mich einfach noch nie überzeugt, von vorn bis hinten nicht. Ja, aber mei, es gibt Leute, die mögen es oder was weiß ich, schätzen es. Ich bin's nicht. So, wir gehen ganz kurz weiter. Als nächstes ist der Aldi dran. Ihr merkt aber, das ist der Müller. Ich will dazu nur ganz kurz was sagen. Also ich finde es echt langsam peinlich. Schaut euch mal dieses Scheiß-Sortiment an, was Müller dieses Jahr anbietet. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles ist. Aber wenn es alles ist, ey, dann soll sich dieser Saftladen echt schämen. Schaut euch dieses Sortiment an. Ja? Das ist ja... das ist ja gar nicht mal so schlecht, aber für mich auch überteuert. Absolut. Aber es war nicht immer schon so. Ja, allein diese Goldraketen für 10 Euro. Aber schaut euch mal das an, ja, die Green Line. Die ist ja an sich, sag mal, die ist ja an sich nicht schlecht. Ja, also, ich bin wirklich ein Mensch für Nachhaltigkeit. Dafür tue ich auch einiges, ja. Ich bin auch wirklich ein Mensch, der das alles unterstützt. Aber es hat irgendwo Grenzen. Mein Gott, ist es Feuerwerk, wenn ich die Scheiße hier schon lese. Geräusch reduziert. Hey, was soll die Scheiße? Plastik reduziert, gut. Frei von Plastik noch besser. Ja, natürlich, geil. Aber Geräusch reduziert, was soll das? Sollen jetzt alle Feuerwerkskörper leiser sein oder was? Es ist Feuerwerk, verdammt nochmal. Das ist kein Kindergartengeburtstag.
Es ist ja okay, wenn man sowas ins Sortiment mit reinnimmt, ja? Aber das dann überwiegend im Sortiment zu haben, oder vor allem, wenn jetzt die Zukunft, ja, die Zukunft dahin geht, dass man sowas nur noch macht, dann finde ich das wirklich grauenhaft. Nur noch mal als Denkanstoß. Heißt nicht, dass es so wird, ja, und auch nicht, dass es so ist. Ist einfach nur ein Gedankenansatz, den ich habe. Aber gut, wir gehen jetzt zum Aldi. So, wir sind bei den Aldi. Boah, ihr merkt, ich bin noch nicht gesund und deshalb beeile ich mich. Weil das Reden, es fällt mir etwas schwer. Aber egal. So, einmal haben wir das Lollipop-Sortiment. Das ist neu. Und ey, 5 Euro, Leute. Ihr habt 6 Raketen drin. Und dann noch so Kleinzeug. Also, das würde ich mir mindestens einmal mit rein ins Boot holen. Ich habe es jetzt einmal aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Raketen sind. Aber es kommt mir alles schlüssig vor. Und für den Preis kann man sich's natürlich... kann man sich's natürlich gönnen, ne? Keine Frage. Ansonsten, Raketensortimente ist ähnlich wie beim Lidl aufgebaut. Jetzt haben wir 5 Stück vom Dynamite Bag. Ja, da habt ihr 50, ich glaube 50 waren es doch immer, oder? 50 Knallartikel. Und das habt ihr 5-mal, das bedeutet 250 Knallartikel. Und damit habt ihr auch ordentlich Spaß, ja? Auch da gilt, da könnt ihr länger draußen bleiben, könnt länger rumballern, ohne dass euch die Munition, wenn man so will, ausgeht. Und das hat einen gewissen, das hat für mich einfach einen Wert, okay? Das hat für mich echt einen Wert. Wir reden hier sowieso von Standardware. Wir wissen, alles sind nicht die lautesten. Aber ich denke, für die meisten machen die Teile Spaß. Und ich werde es mir, ich werde es mir natürlich auch holen. So, deshalb nicht beim Lidl, lohnt sich nicht. Die lohnen sich viel mehr. So, hier, die Kubis, 4 Euro für 15 Stück. Das ist viel günstiger, also etwas günstiger als beim Lidl. Deshalb, die Kubis nehmen, habt ihr mehr von, ja. So, wir gehen weiter runter. Ich mach's ein bisschen langsam, seht ihr alles. mein Gott. So, Artus 2,99. Lohnt sich viel mehr wie die Poison. 1 mm größer vom Durchmesser. Mein Gott, ich denke, das ist nicht die Welt. Und für 3 Euro, ja, kann man sich die natürlich mitholen, ist ein Klassiker und ist für mich auch eine schöne Batterie für zwischendurch. So, und dann haben wir noch eine Batterie namens Heavy Metal, jetzt muss ich sie mal kurz raussuchen. Genau hier, maximales Kaliber von 30 mm, dann habt ihr eine Pyromulz-Anfertigung bzw. Fertigung, das bedeutet, wurde maschinell zusammengeführt, zusammengebastelt. Somit habt ihr die geringsten Abweichungen, ja. Somit dürftet ihr eine saubere Batterie haben, die das macht, was sie machen sollte. mein Gott, hey, Wahnsinn. So, genau, das war's mit dem Aldi. Und jetzt gehen wir gleich zum Norm, ja, wenn ihr da jetzt alles gesehen habt. So, wir sind jetzt beim Norma. Wir fangen gleich mal an. Wir haben hier das Ultimate Mix für 6,99 €. Das ist für mich wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, was geht, wenn wir über das Thema Familiensortimente reden und darüber hinaus natürlich und uns um Raketen unterhalten, die wirklich ordentliche Bouquets in den Himmel zaubern und keine Raketen, die nur so welche langweiligen Effekte am Himmel machen, sondern tatsächlich das Gegenteil davon. Und all dies machen diese Raketen. Dann habt ihr noch halt schönes Kleinzeug. Passt. So, dann haben wir die Dr. Pyro. Wirklich eine der besten Batterien, die man in diesen Discountern, Supermärkten kaufen kann. Für den Preis auch noch 30 oder 29 mm Kaliber. Nee, 30 müssen sein. Und es gibt ja schon so viele Videos davon. Ey, die Bouquets, Wahnsinn. Die Ausbreitung ist... Herrschaft nochmal. Es passt einfach alles, ja. Es passt einfach alles bei dieser Batterie. Und die darf man auch gerne ab 0 Uhr verwenden, ja. So, jetzt haben wir die Finalbatterie. 20 Euro kostet die. Ihr werdet sie gleich sehen. Auf jeden Fall das Sortiment. Hier für 25 Euro Monster Blaze. Ebenfalls maximales Kaliber. Und das auch noch bei 36 Schuss.
da kommen halt Salben raus und das macht es einfach zu wirklich schönen Finalbatterie. Ja, wir reden jetzt hier nicht vom Fachhandel, sondern Supermarkt-Discounter. Und für den Preis bekommt ihr wirklich selten was Besseres. Und deshalb habe ich sie mit reingetan. Ja. Und dann haben wir noch das Jules of Fire. Ich glaube, ich muss jetzt wieder hoch. Ja. Jules of Fire. Ich finde die Raketen einfach mega geil. Ich hatte die selbst. Vom Design her, Ausbreitung her, alles. Finde ich die Raketen wirklich mega, mega geil. Deshalb dürfen die auf jeden Fall nicht fehlen. So, meine Lieben, das war die 200 Euro Einkaufsliste. Ich denke, damit seid ihr wirklich mehr als gut versorgt. Und ich freue mich wirklich mega auf Silvester, ja. Wir wissen am Freitag natürlich alle dann Bescheid, wird dieses Jahr verkauft oder nicht. Ich denke, wir gehen alle davon aus, dass es verkauft wird. Dennoch sicher sein können wir uns erst am Freitag. Aber ich freue mich schon so sehr auf Silvester. Es wird mega, mega geil, ja. Wenn ich dann wieder in die Einkaufsläden rein kann. Einfach gewöhnlich auf Silvester, jetzt die Vorweihnachtszeit, dann ist Weihnachten vorbei, dann kommt die Vor-Silvester-Zeit und dann geht's richtig, richtig los, bevor dann der große Tag kommt. Ja, also wird mega geil und ich denke, wir können uns alle richtig mega drauf freuen. Zerfix nochmal, hey. Wahnsinn, heute habe ich's aber. So, also wirklich, ich muss wieder ins Bett, wie man unschwer erkennen kann, aber das Video wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, das war mir einfach nochmal wichtig zu machen. So, man merkt es auch, wenn man krank ist, dann kriegt man auch weniger Wörter raus, so an sich, die ganzen Gedankengänge funktionieren nicht. Ey, Wahnsinn, ne, was so eine Erkältung alles anrichten kann. Aber mal, ist ja nur eine Erkältung, nichts Wildes, nichts Schlimmes, bin da sowieso ein bisschen anders eingestellt, ist halt so, beim Arzt war ich übrigens auch nicht. Brauche ich alles nicht. Gut, also meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören uns im nächsten Video und ich werde natürlich für euch immer die neuesten, relevantesten Updates veröffentlichen und natürlich auch dementsprechend. Genau, so schaut's aus. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Pyroadler 98.